Mit jedem Monat, an dem die Zinsen länger auf diesem hohen Niveau sind, wird es dramatischere, exponentiell schlimmere Auswirkungen auf die reale Wirtschaft haben, auf die Zinslast der Bürger. Immobilienmarkt sei da ganz vorne angestellt, weil die größte Masse der Schulden lagert ja natürlich auf den Immobilien, das ist klar. Und diese Verträge sind sehr langfristig. Das heißt, hast du einen kurzen Peak und es geht gleich wieder runter mit den Zinsen, ist nicht so schlimm. Das sind nicht so viele in die Refinanzierung gelangt. Aber mit jedem Monat, wo die Zinsen weiter dort oben sind, kommen mehr Menschen in die Refinanzierung und müssen zu den inzwischen brutal hohen Zinsen, die sich gar nicht leisten können, ihre Kredite refinanzieren. Das kostet sie dann direkt Kaufkraft oder im Zweifel können sie es gar nicht leisten. Die Immobilienpreise kommen mit Monat zu Monat weiter nach unten. Wir sehen jetzt schon in manchen Bereichen des Immobiliensegments, auch in Deutschland, sogar zweistellige Rückgänge der Immobilienpreise. Da ist auch noch kein Ende abzusehen.